Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition jetzt allerdings. Deswegen sieht der gute Mika hier auch ein bisschen schicker aus und nicht mehr wie so ein abgemagerter Hering. Und ja, ich habe ja, falls ihr den kürzlichen Stream verfolgt habt, der am Freitagabend gewesen ist, und da habe ich ja bereits erzählt und erklärt, was Sache ist und was los ist und warum kaum was kommt etc. Und habe dann aber auch im Laufe des Streams gesagt, ich werde versuchen, dass wieder regelmäßig was kommt und werde so langsam wieder anfangen. Und auch hier sei gesagt, wenn mal eine Woche nichts kommt oder auch mal länger trotzdem nichts kommt, dann ist wieder irgendwas mit meiner behinderten Nachbarin vorgefallen. Und was mir halt einfach wieder die Lust zu spielen geraubt hat, was mir übrigens auch jedes Mal die Lust zu essen raubt, die Lust überhaupt zu existieren raubt, weil mir es halt einfach sehr schlecht angeht, mich sehr stark runterzieht, mich sogar schon so stark runtergezogen hat, dass ich den bayerischen Krisendienst angerufen habe und mir von denen habe helfen lassen, mitten in der Nacht übrigens, weil ich Panikattacken bereits hatte, ich hatte Nervenzusammenbrüche deswegen, weil ich einfach so unfassbar im Stress bin und Angst habe vor dieser Frau inzwischen. Und bitte da nicht wundern und nicht sauer sein, wenn auf einmal nichts mehr kommt, dann ist einfach wieder irgendwas passiert. Sollte nichts passiert sein, sollte da alles okay sein, dann kommt wieder ein bisschen was. Vielleicht jetzt nicht ganz so wie früher erstmal, aber ich werde zusehen, dass mal wieder was kommt. Deswegen werde ich jetzt hier auch erstmal bei 20 Minuten bleiben statt 30. Es sei denn, ich vergesse natürlich die Zeit, ne? Aber ich werde dann halt auch erstmal bei 20 Minuten bleiben statt der üblichen 30. Und ja, mal schauen, wie sich es dann halt entwickelt. Und eine kleine Info, dadurch, dass das die Legendary Edition ist, sind ein paar zusätzliche Inhalte in diesem Mass Effect 2 drinne, was in dem vorigen nicht gewesen ist. Deswegen hatte ich mir so ein paar Notizen gemacht, noch wo ich das vorgespielt hatte, bis zu dem Punkt, wo ich im Let's Play aufgehört habe. Und da habe ich mir Sachen aufgeschrieben wie Quests nachholen, Omega-Eingang, Briefe vorlesen etc. Ich weiß im Grunde eigentlich gar nicht mehr, was das war, weil es schon ein bisschen länger her ist, dass ich gespielt habe, aber ich glaube, ich habe Briefe auf meinem Quartier, wo zu den DLCs gehören. Und wenn ich mich da noch richtig erinnere, deswegen schaue ich da gerade mal nach. So, was haben wir denn? Upgrades, ungelesene Nachrichten. Pardon, verschollener Agent. Von Cerberus Oberkommando. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich davon schon vorgelesen habe und nicht, weil das oder nicht, weil das schon sehr lange her ist. Deswegen bitte ich um Entschuldigung. Sollte ich das schon mal vorgelesen haben? Und jetzt ist es dann fast schon wieder an zu gehen. What the fuck? Wir haben die Daten erhalten, die sie auf der Eclipse-Basis gefunden haben. Der Tod von Agent Tyrone Rawlings ist zwar bedauernswert, aber zumindest starb er dafür, dass diese Informationen nicht in die Hände derjenigen gelangen, die Cerberus schaden wollen. Durch das Sicherstellen der Daten haben sie dafür gesorgt, dass sein Tod nicht umsonst war. Wir wissen zwar grob, worum es in den Daten geht, aber den genauen Inhalt kennen wir nicht. Wir haben mit der Entschlüsselung begonnen, um herauszufinden, welche Lügen über Cerberus verbreitet werden. Dank ihnen wird unser ohnehin angeschlagener Ruf zumindest vorläufig nicht noch schlechter. Gut gemacht. Anweisungen vom Cerberus Oberkommando. Berichten zufolge sind sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass sie sich um eine Sache auf dem nicht weit entfernten Planeten Lorek im Fatah-System kümmern. Scannen sie den Planeten nach einer Basis, wo Eclipse unseren Informationen nach einen unserer Agenten festhält. Sie müssen eigentlich seinen Transmitter orten können. Müssten eigentlich den Transmitter orten können. Holen Sie ihn raus und falls er nicht mehr gerettet werden kann, sichern Sie alle relevanten Informationen, die Eclipse von ihm erhalten hat. Der Auftrag ist streng geheim, Shepard. Wir verlassen uns auf Ihre Diskretion. Hallo von den Reds. Von Finch.
Shepard, ich hatte Familie auf einer der überfahrenen Kolonien. Hab meine Kontakte zu den Reds genutzt, und einige sagten, sie könnten dir diese Nachricht zukommen lassen. Ich sollte heute nicht lesen. Du hast sicher keine Verwendung für mich. Du hast zu viel Zeit mit den verdammten Aliens verbracht und so getan, als hätte es deine Zeit bei den Gangs auf der Erde nie gegeben. Ich weiß, dass du nicht zufrieden warst, als wir uns vor ein paar Jahren auf der Zitadelle getroffen haben. Aber es freut mich, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Hoffentlich findest du die Leute, die meine Familie auf Freedom's Progress verschleppt haben, und trittst ihnen in den schuppigen Arsch. Es freut mich, dass ein Mensch diese Mistkerle zur Strecke bringt und dass du das sein wirst. Macht den Reds alle Ehre. Kümmern Sie sich gut um Garrus. Von Naylor Butler. Mein Ehemann gehörte zu Garrus' Team. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen Garrus erzählt hat. Ich kenne selbst keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass mein Mann in einer Falle dieser verräterischen Gangs gestorben ist. Und ich weiß, dass Garrus sich die Schuld daran gibt. Für ihn war jeder Schuss auf seine Einheit ein persönlicher Fehler. Als er mir vom Tod meines Mannes berichtet hat, war mir klar, dass er sich für den Schuldigen hält. Mein Mann hätte das nie gewollt. Er war stolz auf seine Arbeit in Garrus Einheit. Er nahm Gangs Omega wieder ab. Er nahm den Gangs Omega wieder ab. Er ist ehrenvoll im Kampf gefallen. Ich vermisse ihn und würde alles dafür geben, ihn zurückzuholen. Aber was auch geschehen ist, es war nicht Garrus Schuld. Sie sind jetzt sein Commander. Bitte. Sorgen Sie, falls möglich, dafür, dass er sich nicht länger die Schuld gibt. Und erzählen Sie ihm bitte nichts von dieser Nachricht. Es ist wieder ruhig. Klinik auf Omega. Commander, ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie mich vor diesen Batarianern gerettet haben. Ich dachte, ich hätte Dr. Solus Klinik bereits alle Abgründe von Wut und Angst gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr seine Arbeit alles in geregelten Bahnen hielt und wie schlimm es wirklich war. Ohne sie wäre ich jetzt tot. Danke. In der Klinik läuft's gut. Die Seuche ist dank Ihnen zum größten Teil besiegt und ich konnte den Rest ohne größere Probleme eindämmen. Die Blue Suns bieten mir ständig an, hier für Sicherheit zu sorgen. Aber ich halte lieber die Mechs aktiv. Ich werde denselben Fehler nicht zweimal begehen. Danke, Daniel. Heilung Ihrer Gesichtsnarben. Commander, ich habe weitere Nachforschungen bezüglich Ihrer Gesichtsnarben angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Eine negative Einstellung und aggressive Handlungsweise lösen in ihren kybernetischen Implantaten Abstoßungsreaktionen aus, während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Wenn sie eine positive Haltung bewahren, werden ihre Gesichtsnarben von selbst verheilen. Andernfalls könnten wir durch einen chirurgischen Eingriff ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe Pläne für die neue medizinische Ausrüstung in Ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Mit freundlichem Gruß, Jaguars. So, das war's. Da waren ein paar Nachrichten drinne, die wo von DLCs kommen, und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich versehentlich schon mal... Ich weiß es leider nicht mehr. Es tut mir echt leid. Und ich weiß gerade auch nicht, warum ich in die Kamera gucke. Es tut mir echt leid, aber ja, da stand Briefe vorlesen. Welche Briefe, weiß ich leider nicht. Aber es stand einfach Briefe vorlesen. Oh, mich verpflichtet. Nachricht von Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. Okay. Wo mich nicht. Hey, Area hat mir die Adresse gegeben. Achso, das war der Typ, den wir in dieser Kneipe da die Knarre abgenommen haben. Said. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-System beteiligt und ist als Rücksicht und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemand mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen dem Sold,
Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Ich glaube, das war eine dieser Nachrichten tatsächlich. Die stammt von einem... Oh, Jesse. Oh. Hoch. Die MSV Rosalie oder Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Zeiss und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Team, Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Seona gesehen. Absturzstelle der Normandy gefunden. Commander Shepard, unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Also die alte Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Aufklärungskapuze. Unsere Panzerungstechniker hatten die Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben eine Kapuze geschickt, die Cerberus an Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt zwar über zusätzliche Mikrocomputer, Funktionen, die ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Der Overlord. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Aite im Typhon-System im Phönixhaufen-Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit des Bogenprojektor. Es gab kürzlich einen Geth-Vorfall bei einem unserer Außenposten im Skylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke Sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Geth geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn es ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass die kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Treffen mit Kazumi Goto. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht. Und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf der Zitadelle. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Ich möchte mir... Oh, es tut mir echt leid. Von Stanwyck Dobbs Berater. Sehr geehrter Commander Shepard, danke für Ihre Übersendung Ihrer aktualisierten Patientenakte. Ihr Status wurde von verstorben in am Leben geändert. Nach Abzug bescheidener Verwaltungsgebühren für das Schließen der Akte, der folgenden Statusänderung und der Reaktivierung Ihres Kontos verbleiben Ihnen 100.000 Credits im Haben. Danke, dass Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ascension
Financial Services abwickelt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Sind Ihre wichtigsten Aktivposten geschützt? Wir finden die besten Lebensversicherungen und Deckungsbeiträge für Ihre Bedürfnisse. Holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses Angebot. So, vielen Dank. Das war's. Oh, guck mal, da steht ein Bild von Liara. War das die ganze Zeit schon da? Ich weiß es nicht. Die Ehrenmedaille ansehen. Aha, okay, das sind solche Dinge. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Kehren Sie in den aktiven Dienst zurück. Ach so, das war wahrscheinlich hier der Anfang, ne? Das Intro. So. Das haben wir alles. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Krankenstation ausbauen, Maschinenraum-Quest ist fertig. Okay, dann gehen wir mal in den Maschinenraum. Da ist wohl die Quest fertig. Da musste ich, glaube ich, irgendwas holen. Irgendwas einkaufen oder so. Keine Ahnung. Und die ist wohl fertig. Und die kann ich wohl abgeben. Unter Decktreppenhaus. Wo sind denn die zwei? Okay, hier schon mal nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch übrigens die ganzen richtigen Briefe vorgelesen und keinen vergessen, weil das ist schon echt so lange her. Ich habe leider absolut keine Ahnung mehr. Ah, hier. Wo ich stehen geblieben bin. Eine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Okay. Sie sind der beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skillianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Klar. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hol die Karten. Mein skillianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einem Anfänger, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Sie haben beim skillianischen Poker 500 Credits gewonnen. Wuhu, wir sind sogar gut. Sehr schön. Nachsicht mit dem Anfänger. Können wir bloß darauf reinfallen? Ich würde gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard. Ja, ne? Okay, schade. Ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass ich wirklich spielen kann. Aber, mein Gott. So ist das auch gut. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, dass das funktioniert. Ach so, das sind die da. Hier lang, glaube ich. So, das haben wir. Quartier, Kampfinformationen, Mannschaftsquartiere. Ich schätze mal hier. Jetzt kann ich hier die Maschinenraumquest endlich entfernen. Und Briefe vorlesen kann ich auch wegmachen. Legendary DLCs Quests nachholen. Ansprechen. Achso, ansprechen nicht machen. Ja, dass es halt die Legendary ist, dass die DLCs dabei sind, dass ich noch Quests nachholen muss. Quests nachholen muss ich eh. Und Omega-Eingang. Ach, ich glaube, das war ein DLC-Ding, soweit ich weiß. Gut. Die Krankenstation ausbauen. Dazu muss ich gucken, wie ich nochmal in den Dingens komme. Ach, da haben wir es ja schon, das Labor. So, Prototypen, Schiffsverbesserungen. Krankenstation Upgrade. Ne? Man sieht hier, ich habe also einiges sammeln können tatsächlich. Und daher Krankenstation. Krankenstation Upgrade erforschen. Dies und andere Upgrades können Sie an Ihrem persönlichen Terminal einsetzen. Ja, machen wir. Auf der Krankenstation ist jetzt Gesichtsreduktion verfügbar. Ja. Was haben wir hier? Ach ja, so ein paar Waffen.
glaube, da war nichts. Da steht auch nichts bei. Alter. Okay, gut. Das haben wir. Ja, ich habe tatsächlich sehr fleißig erkundet. Ich habe also praktisch das erste Let's Play, das ich angefangen habe, im zweiten, habe ich praktisch nachgestellt. So, die Krankenstationen haben wir auch. Und dann würde ich sagen, haben wir schon die 20 Minuten. Okay, das ist der Besprechungsraum. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Was haben wir hier? Die Waffenkammer. Ach, da ist er. Sehr komische Kauz. Waffenspind. Ausrüstung auswählen. Oh ja. Ach ja, im Übrigen, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Dementsprechend ist meine Waffenführung und die Steuerung etwas eingerostet. Also wenn ich mal krepiere am Anfang oder so, bitte nicht überrascht sein. Gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dann mit dabei seid und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also tschüssi.